Hallo. Hallo. Hey. Wir haben Fanpost. Wir haben hier 3 Amazon-Pakete von unserer Wunschliste und ein Riesenpaket von der Claudia, die kommt aus unserer Community. Das ist eine Fanpost. Genau. Wir haben ja, also für alle, die sich jetzt fragen, wie Amazon schickt den Pakete oder wie ist das? Nein, wir haben eine Wishliste, also eine Wunschliste, die ihr auf all unseren Social-Media-Kanälen inklusive hier auf YouTube in der Beschreibung finden könnt. Wo halt, wenn Menschen sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock, vielleicht PayPal zu schicken, ich würde gern konkret den einen kleinen oder größeren Wunsch erfüllen. Da sind halt so ein paar Sachen drauf, Schlafsäcke zum Beispiel, aber auch andere Sachen, die wir jetzt hier gleich zusammen auspacken, genau, die wir uns halt eben wünschen. Könnt ihr auch gerne mal auch an alle YouTube-Leute unten in der Bio ist der Link von der Wunschliste, könnt ihr auch gerne mal drauf gucken. Genau. Wie heißt das Ding, der Link? Mit B fängt er an? Beacons AI. Beacons. Leute, alles was mit Beacons anfängt, da findet ihr das komplette Register. Genau. Die Pakete hat übrigens Marius und Ala angenommen. Die wohnen da, wo wir unser Winterlager haben. Also die nehmen immer die Pakete für uns an. Und der Shimon, das ist mein Freund, der sitzt jetzt hier auch mit dabei, der bringt uns die dann quasi mit. Genau. Also auch Jinguena Patsche. Ja. Wollen wir mit dem Fanpost zu Ehren von der Claudia anfangen? Und nochmal extra Danke, Bazu Cinkuye, Jeschte Rasna, Mariusz Ina Alla, na ten Organisator Wacz, ten Patschka und super, Bazu Cinkuye. Papa hat gesagt, vielen Dank an Mariusz und Alla, die immer für uns die Pakete organisieren, annehmen. Genau. Jo, welchen wollen wir anfangen? Das von der Claudia wollte Julian anfangen. Ja, bin ich irgendwie... Der Aufwusch. Der Übergang, also bitte schön, Skrolik, Albert. Also Bomber. Okay, check. Ganz gut. Okay. Ich war schon. Klappt das wegen der Adresse nur? Große weiße Folie haben wir hier. Oh, Halleluja, Claudia. Guckt euch das mal an hier, Leute. Ich sehe hier direkt ein paar echt leckere Sachen. Und auch ein paar Pins. Cool. Geil, das sind Toffifräsen, das, Leute. Ey. Mein Gott, super. Kokonat, Leute. Ich nehme mal direkt das erste. Simon. Yummy. Noch WD-40. Sehr gut. Das ist bei uns. Der steht. Ja, das ist auch scheiß teuer und einfach Bombe für zum Bohren, für zum Schmieren von der Bremse jetzt zum Beispiel teilweise. Vielen Dank, Claudia. Gut mitgedacht. Hier sind 2 von denen. Das sind Wollplüschsohlen. Für die kalten Tage. Sehr gut. Cool. Hier merkt man schon, Claudia, du bist ein Mensch, du hast dir überlegt, was können die gebrauchen? Womit kann ich denen ernsthaften Freude machen oder auch weiterhelfen? Mit dem WD-40 zum Beispiel, mit den Wolleinlagen. Super. Das hier ist auch eine Premiere, das hatten wir noch nie in einem Paket. Also, ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Danke dafür. Was ist die Sache? Oder? Wir sind auch schon raus. Also hier haben wir noch einmal Garn. Ich glaube, so nennt man das. Mhm. Wollgarn, denke ich mal. Und auch synthetisches. Super, cool. Was zum Nähen oder was? Ist, nee. Dann kannst du mal was reparieren. Kordel ist das. Kordel, genau. Ah, okay. Schön, das ist auch gut. Oh, was ist das denn? Schwimmer Schimon auch was dazu? Brosche Schimon. Ich glaube gar nicht. Die Mütze. Naja, lag DJ Ötzi. Oh, was so hier? Einen Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt, Tag den schenk ich dir heute nach Claudia. Den. Rainer, liebe Grüße auch an dich. Auf jeden Fall. Toll, danke schön. Die ist bestimmt handgemacht. Ja, riecht doch gut. Ich denke, das ist eine handgestrickte Mütze. Ist echt wahnsinnig schön. Das Seife, oder? Das Seife. Mhm. Die Schwieseife. Mhm. Simon? Thank you. Wasche mal zu. Danke, Claudia. Wenn du dich ein Stück darüber drehst.
Hier ist Seife drin, Leute. Und in so einem... Kannst du dich hinsetzen, Mama? Hier ist Seife drin, Leute. Und ein Seifensäckchen. Dankeschön, Claudia. Dankeschön. Ein Badesocke. Ich habe Hello Winter Socken. Der Winter steht oder der Herbst steht bei uns auch schon fast wieder vor der Tür. Dankeschön. Die Nächte werden kalt. Cool, das ist doch ein cooles Motiv. Hello Winter Socken habe ich so auch noch nie gesehen. Christmas, Leute. Irgendwie witzig. Last Christmas. Die ziehen wir aber erst an, wenn es kalt ist. Nicht, mal damit. Cool, ich sehe noch was cool. Das war die. Schönes Paket, ey. Mega, Claudia. Ja, habe ich mich gefragt, was das ist. Da kann ich ja sagen, das sind edle Tropfen. Schnappes. Eisreicher Genuss in Nuss, ey. Ja, Alkohol, ne? Ja. Super, Claudia. Super, Claudia. Wir freuen uns sehr für die depressiven Tage. Das ist die beste Medizin. Dankeschön. Zusammen mit Mütze und Socken. Dankeschön. Bin ich dran? Keine Ahnung. Klima und Hot. Grajakas. So du heißt. Oh, ein Spiel. Aha. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Ja, optimal. Wer besser spinnt, gewinnt. Das macht mir nichts vor, Spiel. Cool. Mensch, start in der Kombination mit den Tropfen hier, du. Vielen das Dank. Das wird immer besser. Cool. Dankeschön. Wisst ihr, Leute, das ist vielleicht was Cooles, was ich in dem Moment mal kurz sagen kann. Wir haben in der letzten Woche alle so ein bisschen, oder viel haben wir Social Media auf jeden Fall reduziert. Und auch auf unsere Screentime geachtet, also auf die Bildschirmzeit, um einfach auch ein bisschen als Familie nochmal mehr was zusammen zu machen. Und dass jetzt Claudia genau in dem Moment hier so ein Spiel mitkommt, Nobody is Perfect, unterstreicht unser Vorhaben. Genau, und es ist einfach toll, wie du da so ein Gefühl dafür hast. Und das spürt, keine Ahnung, intuitiv gemerkt. We love you! Danke, Claudia. Ist da was drin? Achso. Okay, ja. Das sind meine Socken. Norwegian Socks. Die sind gut. Ja. Dankeschön. Sehr gut. Vielen Dank. Ja. Riecht auch gut. Toll. Schön. Riecht auch. Ich habe auch was sehr Gutes hier. Das ist ein Kochbuch. Das ist die Hildegard Pflanzenapotheke. Aha. Hildegard von Bingen. Also. Die habe ich auch mal Dank, gehabt. Claudia. Sehr gut. Das ist schon. Relaxer. Schokolade? Das ist schon sehr schön. Ah, sorry. Ich war weg. Und zwar, du hast auch diesmal an die Hunde gedacht. Sehr gut. Ich würde das auch einfach mal. Boris, Basti, Maxu. Also nochmal zu Hundeleckerli. Die Hunde sind hier auch gerade um mich drumherum am Kreisen. Lucy! Hier steht schon einer. Zwei. Mhm, Maschallah. Schlecht. Gut Test. Boris? Der hat schon mal. Maxu? Max. Lucy! Lucy! Lucy Hodge! Hort, Lucy! Lucy! Ja, weiß, kannst du mal sehen. Lucy! Lucy! Lucy, Hort! Lucy liegt noch im Bett. Hort, Lucy! Komm, Lucy! Lucy, Hort! Lucy! Komm mal gucken! Die ist eben auch für die Schinken gekommen. Lucy, komm, Hort! Okay, ich bin auch aufstehen. Später gebe ich dir, es hat gerade keinen Bock rauszukommen. Die anderen drei freuen sich, Claudia. Ja. Okay. Es waren noch genau vier Stück drin. Dankeschön! Ja, auf jeden Fall. Au, au. Du bist dran, oder? Ja. Oh, jetzt weiß ich auch. War da nicht. Also, das ist vom Bienenkönig. Das ist Top-Honig von der Insel Rügen. Super. Der Witz ist, heute geht unser letztes Glas Honig leer. Vielen Dank, Claudia. Dankeschön. Okay. Lavender. Räucherstäbchen. Steaks. Boah, cool. Toll, das ist ein richtiges Luxus-Vibe, die Claudia. Toll. Toll, wirklich super. Hast du wirklich einen Kopf gemacht. Schön. Räucherstäbchen.
cool. Unsere sind nämlich tatsächlich auch leer und ich habe die letzten paar Tage immer noch schlafend nachgefragt, ob wir welche hatten. Weil ich liebe die Teile auch, das ist wirklich... Stimmt, das hätten wir vor ein, zwei Tagen noch gefragt. Und Lavendel ist immer gut. You're the next. Da ist auch ein kleiner Zettel dabei. Also ich habe eine kleine Tüte mit einer kleinen Metalldose drin. Probier die mal aufzumachen. Mit einem Zettel. Sollte. Ich bin aufgeregt. Da ist ein kleiner Knoten drauf. Ui. Da ruft er hoch. Da kommen wir. Okay, und zwar steht hier drauf, das ist eine Spitzwegerichsalbe. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen von hier. Und zwar, ich lese mal den Zettel dazu. Spitzwegerichsalbe. Gegen juckende Hautstellen, Neurodermitis, bei Insektenstichen oder Brennnesselverbrennung. Hergestellt im MV. Mecklenburg-Vorpommern. Ah, wow. Wesley Castro. Danke, Claudia. Gibt noch viel mehr Anwendungen. Ganz, ganz toll. Super. Sehr gut. Das nehme ich gerne zu treuen Händen. Das kriegen wir nicht mehr zu sehen, Claudia. Nur noch während den Anfällen. Ah, bin ich dran? Ja. Simon, Porsche. Schon mal dazu. Immer dazu. Verließen, ne? Was ist das? Auch eine Salbe. Holy Smokes. Ah, die große Göttin. Heiliger. Er könnte ein Gewürz sein. Ich denke, ist das zum Verdampfen? Weihrauch, hätte ich auch gesagt. Heiliger Rauch. Da wäre natürlich geil. Das darf ich mal sehen? Ist ganz klein geschrieben, vielleicht. Ich brauche nur reingucken, dann weiß ich, was das ist. Nein, das sieht nicht so aus. Doch, ist eine Räuchermischung. Ja, aber das sieht nicht so aus. Kannst du mal lesen, ne? Ich bin mir jetzt gerade auch unsicher. Oh, sehr gut. Ja. Also, die große Göttin erweckt die hohe Priesterin in uns. Intuitive, hellseherische Schau, verbunden mit einem weit geöffneten Herzen, lässt uns die Botschaft höherer Dimensionen empfangen. Avalon ist ein mystischer Ort, okay. Die große Göttin, ja. Holy Smokes, schenkt das was zum Verbrennen, ja, steht nicht drauf. Toll, Claudia, toll. Ja. Wirklich, ganz großes Kino hier, toll. Ja. Very interesting. Yes. Ja, jetzt starten. Darf ich auch noch? Ja, die ganze Nase voll nehmen. No Narcotic. No Narcotic. Ich muss mal ganz kurz, ich ziehe das nächste. Und zwar, wir haben ein Edding bekommen. Den brauchen wir auch, den können wir immer gut gebrauchen und einen Kugelschreiber. Weil wir sind momentan viel unsere Karten am signieren, also Autogramme am verteilen und das ist immer Bombe. Ja, das stimmt. Simon, ist da was? Okay, noch. Läuft schön. Doch super schön. Schön. Schönes Bild. Klasse. Ah, ne. Ah, du nee, das kommt zwar. Klingt ja schon. Das ist sehr, 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 sehr gut. Kann man immer gut gebrauchen. Ob mal an einem schönen Abend, wo man mal eine kleine Kerze hinstellen kann. Ja, oder für viele andere Zwecke. Hey, wir hatten sogar vor 2 Jahren einen Teelichtofen. Da hatten wir die auch gemacht. Haben wir den eigentlich noch? Ja, der hat das bekommen. Okay, der ist ja mehr da. Gedacht, aber kann man auch ein bisschen warm mitmachen. Ich hatte auch mal, als ich in der Weißen Kutsche mal gelebt hatte, da hatte ich mir dann auch so 20 Stück in einer Nacht angemacht, abends. Damit dann auch ein bisschen warm war. Klappt. Und einen schönen Wachsbraten riskiert. Ja, habe ich auch manchmal. Aber die Kutsche ist noch ganz. Ja, fehlt noch. Lauter gute Sachen. Wenig, aber gute Sachen. Toll. Also und durchdacht. Gefällt mir sehr gut, das Paket. Eins der schönsten Pakete, was wir bis jetzt hatten. Danke, Claudia.
Magst du, Baschi? Ein interessanter Mensch muss die Claudia sein. Ja, ich hätte gerne das hier. Ich glaube, das ist die mit den roten Haaren. Das Instagram. Oder wir. Schwarz, oh, von Salus. Sag, Sasse. Ist das? Die kenne ich noch gar nicht. Ja, die Story. Ich bin gespannt. Oh, scheiße, da steht Karamell noch was sehen. Salted Karamell. Schwarz, weich, Salted Karamell. Ich mach das mal auf. Ja. Also, ich hoffe, ich bin zum Leer. Ja, das ist klar. Hier sind die Nächsten. Ah, super. Beide. Lukritz. Ja, cool, wa? Oh. Das ist ein verrückter Crazy Mix. Danke, Claudia. Danke. Ja, danke. Geht. Kann man essen. Sauber? Papa? Und zwar Merry Christmas. Ach, hier. Schön. So gibt's keinen Wachsbrand. Und zwar ist hier so eine kleine Kerze. In einem Glas drin. Toppi. Und schön noch mal einen Deckel zumachen kann. Cool, danke Toppi. Schön. Gerade für Transport, super. Schön auf den Tisch stellen, ungefähr. Super. Vielen Dank. Wir haben gerade nur ein Grablicht, Leute. Ja. Sind auch schön. Simon? Oh. So, da ist. Tee, denke ich. Mhm. Ja, aber. Kurz Tee. Bio-Kräutertee für dich von Hand verpackt. Und zwar haben wir hier. Schon Prozent Marihuana. Salbei, Spitzwegerich, Kamille, Thymian, Holunderblüte und Lindenblüte. Schön, das ist ein Anti-Entzündungstee. Atemwegstee auch. Toll. Von Sonnentor. Toll. Ist auch nicht einfach irgendein Tee. Das ist sehr, sehr guter Tee. Super. Dankeschön. Wascha! Mama trinkt gerade Wasser, Leute. Und Schnäpperken, ne, und ein Schnäpperken, damit Zittern aufhören. Kleine Wodka. An alle, die das kannst du auf YouTube auch hier direkt machen, das stört niemanden. Das stimmt. Ja, doch, die Leute. Waschen hinsetzen. Ich hab... Sitz. Schat. Ich hab Taschentücher, die sind auch immer heute, sind immer gut. Heute läuft sogar meine Nase. Dankeschön. Sour Cream, Crunchy. Ich hab erst da. Ui. Die Kuh. Prost. Wasser. Oh, cool. Jetzt noch. Noch zwei von. Ich mach mal eine Marikina, ich bin voll mit dieser Freude. Glaub ich auch. Und hier? Mercedes-Benz. Das ist ein richtiger Wasserstift, ja. Coole Idee. Denn direkt auf Haut und sämtlichen Sachen ausprobiert. Cool, ich schreib doch die. Hier auf dem Papier bestimmt. Mercedes. Schreib's mit, Claudia. Doch, jetzt kommt er. Okay. Kann du jetzt noch mal rein? Yes. Präsenter. Natata. Thank you. Dankeschön, liebe Claudia. Siehst du, da geht richtig gut in der Hand. Toll, das hier finde ich Mercedes-Benz. Interessante, das ist, finde ich interessant. Da könnte auch grüne Kutsche stehen. Mhm. Ja, das gefällt mir gut, das hier. Ach, und noch so einen cool hier. Das habe ich auch früher gehabt. Bin weg, gerade hier. Achso, nee, das ist so ein Multicolor. Ah, ja. Die sind bei mir, habe ich immer angefangen, alle Farben gleichzeitig rauszudrücken. Ja. So. Irgendwann fliegt da Plastik weg und du hast an. Toll. Toll, Jürgen. Ah, oh. Leider. Oh, oh, was ist das denn? Kamm. Eine Haarspange. Oh, mega. Die sieht doch krass aus irgendwie.
Das ist schon cool. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr, ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen. Also das ist so eine kleine Haarspange. Da drauf ist ein Geweih von, also Hirsch, ein Geweih, also. Hirsch, wie du sei. Lufeisen. Ich hätte gesagt Mond ist das. Krass, und dann macht man sich in die Haare? Ja, das ist ja so. Riesig. Normal jetzt in den Topf zum Beispiel. Das hier wird jetzt ein bisschen komisch aussehen. Das ist jetzt keine Spange, ja? Das machst du zum Beispiel einen Dutt hinten, einen Zopf, und dann machst du das, kann man das noch da drauf machen. Das unterstreicht Sarahs diabolischen Charakter. Genau. Sehr gut. Danke, Claudia. Ja, sehr schön. Sehr schöner Schmuck ist das. Im Themenschmuck ist das. Ich könnte auch für meinen Buschvignier, die setzt es unter einem Video gelesen. Das war Top-Kommentare. Naja. Genau, wisst ihr Bescheid, Leute. Haut doch auch mal so geile Top-Kommentare auf YouTube raus. Macht mal TikTok richtig Konkurrenz, Leute. Ich glaube, das wollte ich nicht sagen. Ich glaube, das sieht jedenfalls so aus, als wäre es handgemacht. Erstmal sehen. Papa analysiert das jetzt, Claudia, bitte. Hier heute bei Bares für Rares. Das ist unser Spezialist hier für die Schmuckaccessoires. Und Herr Schneider, das Oh, ich sehe noch was ganz Leckeres. Mein Gott, ja, hatte ich auch schon ganz lange nicht mehr. Was denn, Bifi? Nee. Der Simon ist dran. Mhm. Nein! Tropical, Colorado. Nee, die mag ich auch sehr gerne. Ist auch Lakritze. Dieser Beschichtung, die sind auch sehr lecker. Also ich sehe was ich auch vielleicht sofort aufmachen werde. Er sieht was ihr nicht seht, und die Farbe seht. Ist... Ich denke, die Kamera könnte es sehen. Es steht hier hinten rechts in der Ecke. Was ist das? Kinderriegel. Kinderriegel. Bist du ein Kind? Kinder. Kinder. Kinderriegel. Zu Kinderriegel gibt es einen anderen Spruch. Den Jakob Holzko, Kinderriegel? Kinderriegel. Bin ich dran. Cool. Super, danke schön. Habe ich schon ewig schon nicht mehr in den Händen gehabt. Kinder. Das ist halt hier Import, und dafür zahlst du hier einfach extra für so Produkte. Feuerzeuge waren auch. Ich habe drei Feuerzeuge. Ich habe drei Feuerzeuge. Die habe ich rausgeholt. Gut, alles klar. Und der Riegel war mir. Standardmäßig, weil da ist nämlich auch ein rosanes Stab drin. Das, reißt du dir direkt danach. Grundsätzlich. Grundsätzlich, pink ist mir. Dankeschön, Claudia. Toll. Freut sie sich. Wirklich lange nicht mehr gegessen. Wo ist denn mein Kinder? Wie schmeckt sie denn, die Läusekacke? Gut. Gut. Schneller, Leute. So. Daniel, holen wir noch was raus, oder Julia? Komm, ich guck mal, ob nicht noch eine Bon drin ist. Oh, gut. Das hier ist eine Schere zum Beispiel für Verbandsmaterial zu schneiden. Sieht irgendwie gefährlich aus. Was ist das denn? Gut, danke schön, Claudia. And the last but not least. Chris Koch. Hier ist noch ein Sticker. Vom Christmas. Ja. Schon. Hier nochmal 6 Kerzen. So kleine. Mhm. Kann man schön Papas Geburtstag. Ja, ich habe auch gesagt. Der Papa hat nämlich bald Geburtstag, Leute. Ja. Der wird dann 18. 15. 16. Unser Danny. 13. 13, wobei. Oh, was hast du da noch? Das war ist eine Serviette, da war die Seife drin eingewickelt. Und die wollte ich mal gerade hier, die wollte ich jetzt mal zurück. Ja, Claudia, das war dein Paket. Dankeschön. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Es ist immer wieder eine Riesenüberraschung, weil man ja nicht weiß, was da drin ist in diesem Paket. Und gerade bei dir jetzt hier in dem Paket waren viele nützliche, wirklich nützliche Dinge bei uns im Alltag, für unseren Alltag drin, wie zum Beispiel hier das WD-40. Die Socken. Die Socken,
hier die wie nennt man das nochmal? Kordel. Kordel. Den Spitzwegerisch, die Räuchermixtur hier, toll. Das Spiel. Wow, und auch viele leckere Sachen, also ein fettes Dankeschön und liebe Grüße an Powered dich. By Mercedes-Benz. Die Seife im Übrigen, das habe ich eben gar nicht, das ist, die kommt aus Italien, das Boah. Ist bestimmt. Saponifizio. Adidinale. Fiorentino. Forza Italia. Sehr gut, Simon. Proudly made in Toscana. Toscana? Oh. Ja, könnte sogar eine Meersalbe sein. Ziegenmilchsalbe. Ist gut. Auch was Spezielles. Was ich auch seitdem toll. Wir von der München hier das Paket bekommen haben, diese Säckchen hier, das finde ich auch Sech. Immer eine sehr gute Sache. Wenn man die aufhängen kann und dann. Okay, pack mal das wieder rein. Wir verschicken nicht weiter. Der Content wurde gedreht. Wir machen nicht morgen nochmal. Kinder kommt man vielleicht auch nicht so an. Die Mütze finde ich echt cool. Da ist die DJ Head, die mir so häufig. Ja. Guck mal hier, das ist mit Hugo. Schön. Müll packen wir hin oder wie? Müsst nur aufpassen mit dem Honig. Ne? Das ist ein bisschen. Feine, Julian, die steht so besonders schön. Ja, schön, mit den Locken, die da rauskommen, sieht super aus. Versuch mal vorne noch ein paar Locken rauszuziehen. Ja, ja. Ja. Oh, Junge, ey. Jetzt ein schönes Foto. Das Grindr, der Grindr-Account geht ab wie Schmitzgasse. Ihr findet mich jetzt auch auf Grindr. Was ist denn Grindr? Grindr ist eine Social-Media-Plattform. Aha, bist du da auf Grindr? Ich bin auf vielen Plattformen. Das war keine Antwort. Okay, so, lassen wir das Thema. Gut, Leute, wir haben ja noch mehr Geschenke. Es ist noch lange nicht Schluss. Lange nicht genug. Da haben wir auch noch. Und hier steht noch ein größeres von Amazon. Vielleicht fangen wir mit den kleinen an, oder? Also, wir müssen sagen, das möchte ich direkt dazu sagen, wir haben eine Wunschliste von Grüne Kutsche Official. Und es gibt eine Wunschliste auf Sarahs privaten offiziellen Account. Wir wissen jetzt nicht, von welcher Wunschliste das gekauft worden ist. Ich denke mal, es wird da drinnen stehen, oder? Ja, man wird schon den Sachen auf jeden wissen, Fall. Da drin ist, ja. Ist ja wissen, wer deswegen. Sich gewünscht hat. Also. Alles klar. Da muss ich sagen, dann sollte doch die zukünftige Eigentümerin vielleicht direkt anfangen. Nee, das ist sehr klar. Ich glaube nicht, dass hier nur Sachen für mich drin sind, aber ich mache es gerne auch. Sag lieber nicht zu viel, sonst ärgerst du dich noch. Ich habe halt, Leute, mir noch einen eigenen. Gold, reden ist Silber. Ich habe noch einen eigenen Account aufgemacht auf TikTok, wo ich halt von mir so ein bisschen mehr berichte. Und da habe ich Leute auch. Ich bin hier! Gefragt, ob ich mir auch eine Wunschliste machen kann. Also du hast die Leute gefragt, ob nein, du die haben mich. Okay. Viel Vergnügen mit dem Geschenk von Patrick. Subcase Huawei T30 Pro Hülle. Sehr gut. Ich habe uns noch gedacht, es ist gut, wenn wir noch einen Versatz haben. Toppi. Ja. Sehr gut, Patrick. Patrick. Tatsächlich für die grüne Kutsche aus der Wunschliste. Toppi. Nee, es war bei mir auch dran. Nee, Quatsch. Okay. Nein, hatte ich nicht. Toll. Vielen Dank. Ich habe das jetzt gelöscht. Das hier, ihr könnt sehen, das hier sind unsere Case hier drunter. Und das Teil kannst du auch auf den Boden knallen lassen, auf den Beton. Mir ist das mal ein gutes Beispiel. Im Flughafen damals, ich glaube in Porto, ist mir das runtergefallen, mitten in der Nacht. Ja. Hinter mir waren überall Leute. Das ist mir richtig runtergeklatscht. Die haben alle gedacht, er schreit gleich rum, weil das Telefon kaputt ist. Ich habe einfach aufgehoben, habe nicht mal drauf gemacht. Also, gib mal gerade wieder die Verpackung. In der Situation hätte ich 10 Stück davon verscheuern können, ohne Probleme. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen unbezahlte Werbung, Leute. Das ist hier was heißt das? Slipcase oder was? Subcase.
Ach, Subcase, genau. Subcase und Unicorn. Bietje Pro. Also jetzt mal ohne Quatsch, also diese Unicorn Subcase-Dinger hier, das ist das beste mir bekannte Case, was gerade für Outdoor-Aktivitäten ist. Ich denke, wir verlinken das auch mal hier unten drunter. Direkten Amazon-Link, Leute. Könnt ihr euch dann mal angucken. Ist wirklich, die haben auch andere Marken, unterstützen die nicht nur Huawei, also es gibt für alle Marken, machen die das. Ist wirklich das Beste vom Besten, kann ich euch echt sagen. Haben wir seit mindestens 4 oder 5 Jahren jetzt. Das hier ist eine unbezahlte, wirklich unbezahlte Empfehlung von uns aus. Erstmal wirklich an der Stelle. Auf jeden Fall gut. Und 360 Grad Hülle. Also ihr habt jeden Winkel inklusive eure Ladebuchse, alles ist gut geschützt. Hier auch hier unten kannst du aufmachen, USB, alles super. Gut, danke. Das wollte ich unbedingt sagen. Das ist wirklich das Beste vom Besten. Vielen Dank, Patrick. Genau, Paddy! Hey Pat! Mach du mal auf, Julek. Komm, wie Sau ist schwören. Auf geht's. Schipratsche. Warte, Schipratsche. Papier, denke ich. Was für ein Papier? Transferfolie, kann man mal reinpacken. Gute Transferfolie. Nee. Nichts darf ich. Emotionale Intelligenz. 4 Bücher in einem. Geil. Das habe ich auf die Liste gesetzt. Geil. Das finde ich geil. Ja, Leute. Gelesen hast du mich auch direkt gelesen. Okay. Also positives Denken, Führungskraft verbessern, der kognitive Verhaltenstherapie, NLP, dunkle Psychologie und Manipulation, Leute. Toppi. Du bist da ungefähr gut lang meine lieben Fans. Vielen Dank, das ist ein tolles Buch, denke ich. Also das Geschehen kommt von der Nadine D. Oh. Nadine, ey. Ich liebe Leute, die Nadine heißen. Toll. Und so mein viel Vergnügen mit dem Geschenk. Dankeschön. Kommt Dank, sehr gut Nadine. An, Nadine. Ja, ist auch was, wo sich die ganze Familie dran erfreuen kann. Auf jeden Fall. Außer der Schimon. Der wird Testkaninchen. Schatui. Erklär den Schimon das bitte. Du bist schon, Gahotschi und Psychologe. Ja, ne? Und positiv mischlich und ja, wenn du stoppst, Boss, Chef, ich manipulatze, vielleicht die Sätze, ich movie wann je, taue Regina, wenn je. Und jetzt doch. Alle nie Chimon, denn es nie am zu Jensig. Und hier resum hier, Skoda. Ja, schön. Ja, danke schön, Nadine. Rest tun wir nicht über. Leider. Wie hier verrate du uns. In den Kommentaren. Komm, lass den Schimon das auspacken. Hm? Okay. Let's go. Das ist eine kleine Mini-Bombe vom Jeffrey. Hat so Ostrenuschkurve. Das waren übrigens bisher alles Sachen von der grünen Kutsche, Wishliste. Also mit das hier gibt es gleich. Deutlicher Hinweis, dass Sarah auch noch ein. Ja, genau. Nee, Quatsch. Scheiße, bist du intelligent. Du brauchst das Buch gar nicht zu lesen, Daniel. Oh, das aber jetzt für dich, ja? Ja, ich würde sagen. Ist das der Pulli oder der? Doch, ein Mann. Was? Da, guck da mal direkt. Was wird denn? Ja, Vergnügen mit deinem Geschenk. Ich hoffe, dass die Hose euch im Winter schön warm hält. Ich bewundere wirklich, was ihr macht und würde so gern mal mitreisen. Derzeit nur schwer. Derzeit nur mit Kindern schwer. Von der Isabel. Trendet Herrenhose schwarz. Genau. War das eine Branded-Hose? Mhm. Ist sogar gut. Thermohose. Das könnte auch deine Größe sein, oder? Wenn es irgendwas mit 60 ist, auf jeden Fall. Jo. Das ist eine 4XL. Ist gut. Ist gut. Kannst du das mal anprobieren? Ja, okay. Später. Schaut's in die Story, Leute. Cool. Von wem war das Geschenk? Von der Isabel. Danke, Isabel. Toll, Isabel. Das hast du sehr gut gemacht. Ja.
War zu feine. Das war auch noch da drin. Ich weiß nicht, was das mit der. Was ist das? Wo ist das zu tun? Biertop. Ich glaube, das ist versehentlich. Also auf jeden Fall ist nichts mit der Hose zu tun. Auf jeden Fall fett. Dankeschön nochmal an die Isabel. Fettes Dankeschön an die Isabel. Hier, wir haben jetzt hier Anfang September. Wir haben heute den 4. oder 5. September. Es wird nachts schon arschkalt hier. Also Sommerschlafsack ist schon fast rum. Wir liegen hier teilweise schon alle mit Winterschlafsäcken wieder. Und ja. Draußen. Draußen, muss man auch dazu sagen, aber wir liegen draußen mit Winterschlafsäcken. Der Herbst kommt langsam und das ist auch ein Zeichen, finde ich, dass im Winter hier wieder arschkalt mal werden kann. Und das ist natürlich dann bester Start für so einen Winter zu überleben. Herzlichen Glückwunsch, wir haben den Jackpot überlebt. Schön, das waren alles tatsächlich Sachen von unserer Liste. Also vielen Dank an Claudia, an die Nadine, den Patrick und die Isabel für die heutige Geschenkeladung, die ihr uns hier habt zukommen lassen. Danke auch für alle, die das Video bis zu dem Punkt geguckt haben. Schreibt gern mal Gurkensalat rein, wenn ihr wirklich bis zu dem Punkt gesehen habt. Vielen, vielen Dank einfach nur für den ganzen Support. Folgt uns auch auf TikTok, kommt rüber nach Instagram, schaut unsere Stories, unsere Feeds. Wir freuen uns über eine sehr lebhafte Community. Oftmals auch gespaltene Ansicht, ist das jetzt geil, was wir machen oder vielleicht doch nicht, ja? Sind wir doch vielleicht nur Betrüger, die alles faken und in Wahrheit in einem Wohnwagen leben? Lasst euch einfach überraschen, kommt mit in die Community rein und schöner da dabei sein. Genau. Auch ein fettes nochmal liebe Grüße an nur die Community von YouTube. Ich habe gesehen, vor ein paar Tagen hatte uns auch eine Frau auf unsere E-Mail eine Nachricht geschrieben, dass wir vielleicht nochmal auf YouTube live kommen sollten. Ja, liebe Grüße an dich. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber du liebe weißt. Liebe Frau, du weißt, dass ich dich meine. Damit sind wir durch. Sind wir raus, Leute. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Saba Genia, Cinque. Achso.